Individuell unterwegs, der Freizeitpodcast. Folge 14 von Wackelsteinen und Wolfsnächten. Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Individuell unterwegs. Heute möchte ich euch mitnehmen auf zwei Wanderungen, und zwar eine Nachtwanderung, zu der komme ich aber später, und zu einer Wanderung, eigentlich Familienausflug auf die Blockheide im Waldviertel in Niederösterreich. Wir haben, nachdem ja die Temperaturen jetzt endlich so richtig schön sommerlich sind und das Wetter schön war, am Samstag einen Familienausflug gemacht auf die Blockheide in Waldviertel in Niederösterreich. Das ist bei Gmünd da oben, und dort haben wir gemeinsam mit einem Bekannten und seiner Tochter noch eine kleine Runde gemacht mit etwa 3 Kilometern. Und wir sind gestartet am Samstag am Vormittag und haben zunächst einmal einen kleinen Abstecher gemacht in den Malerwinkel. Der Malerwinkel war früher ein Ort für Landschaftsmaler. Die haben sich dorthin zurückgezogen und haben dann diesen Ort genutzt, um eben sich dort inspirieren zu lassen oder einfach auch wirklich diesen Ort auch zu zeichnen. Ob der jetzt heute künstlerisch noch genutzt wird, kann ich jetzt nicht sagen. Aber früher war das durchaus der Fall. Ja, vom Malerwinkel sind wir dann noch einmal zurück zum Parkplatz, weil wir haben auf unseren Bekannten warten müssen. Der hat sich leider ein klein wenig verspätet, nachdem sich seine Tochter irgendwie während der Fahrt dann über Bauchschmerzen beklagt hat und er deswegen einmal kurz stehen geblieben ist und so weiter. Also es hat sich halt dann ein bisschen verzögert, das Ganze. Aber das macht nichts. Der Clemens war derweil im Wasser beim Malerwinkel im Bach. Und wir haben derweil die kühle Luft genossen im Waldviertel. Ja, wie unser Bekannter dann da war, sind wir dann losgestartet auf die Blockheide. Und zwar zunächst einmal hinauf zu den Wackelsteinen, die so schöne Namen haben wie Teufelsbettstadt oder Teufelsbrotleib. Und um diese Steine ranken sich natürlich auch viele Sagen und Geschichten. Das werde ich euch dann noch in den Shownotes hinterlegen, weil ich möchte euch da jetzt nicht mit irgendwelchen Sagen, Erzählungen irgendwie langweilen oder da belasten. Das könnt ihr euch, wenn es euch interessiert, selber nachlesen. Das verlinke ich euch, wie die Steine angeblich zu ihrem Namen gekommen sind. Im Enderfolg sind das alles Überbleibsel aus der letzten Eiszeit. Das heißt, das sind alles Steine, die von großen Gletschern verschoben worden sind und halt dann im Waldviertel auf der Blockheide irgendwo halt in der Landschaft liegen geblieben sind. Und nachdem die ziemlich groß und schwer sind, liegen die Felsen halt dort noch immer herum. Und das werden sie wahrscheinlich auch die nächsten paar tausend Jahre noch tun. Oder auch länger, wie auch immer. Ja, die ganze Blockheide ist eigentlich ein großes Schutzgebiet und hat eben zahlreiche solcher abgelagerten Felsen und eben auch Wackelsteine. Wackelsteine einfach deswegen, weil manche dieser Steine einfach so liegen geblieben sind, dass sie eben nicht ganz stabil liegen, sondern ganz leicht wackeln können. Das heißt, wenn man dann drauf herumläuft, dann kippen die ein bisschen und wackeln eben. Und von dem her haben diese Steine dann eben auch diesen Namen bekommen. Und in diesem Naturschutzgebiet kann man also eine schöne Runde gehen. Und wir sind dann über das Geologische Freilichtmuseum weitergegangen. Dort sind Gesteinsblöcke aus der Umgebung aufgestellt. Das heißt, im Prinzip aus dem ganzen Waldviertel sind da Steine überall geholt worden, wo halt entsprechende Gesteine auch abgebaut werden. Und die haben
sie dann dort so in einer Galerie sozusagen aufgestellt mit Infotafeln dazu und ja, ist ganz nett gemacht und ist halt wirklich, ja, Gesteine zum Anfassen und man kann dann schauen, welche unterschiedlichen Strukturen die Steine haben und so weiter. Das ist schon sehr nett gemacht und sehr informativ auf jeden Fall. Und dieses ganze Gebiet erstreckt sich auch entlang dem 15. Meridian, also dem 15. Breitengrad. Und da gibt's dann auch so eine, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll, so eine Blechtafel oder wie auch immer man das jetzt nennen will, wo also vom Südpol bis zum Nordpol entlang dem 15. Breitengrad eben genau das Gelände dargestellt ist, wie das verläuft entlang diesem Breitengrad und auch welche Städte und Länder auf diesem 15. Breitengrad eben liegen. Das Ganze ist zwar mittlerweile schon ziemlich verrostet, aber nachdem das ziemlich dickes Blech ist, macht es auch weiter nichts. Also das darf ruhig ein bisschen rosten, das ist soweit kein Problem. Und ja, nach dieser Schautafel ging es dann weiter zum Blockheideteich. Das ist ein Teich, der über den Winter abgelassen wird, aber dann über den Sommer eben auch vielen Enten und anderen Tieren als Lebensraum dient. Und ja, dort haben wir dann auch nochmal eine kleine Pause gemacht, haben Seerosen fotografiert, haben Enten fotografiert und sind dann schließlich weiter hinauf zum Blockheideturm. Das ist im Endeffekt ein Aussichtsturm, eine Aussichtswarte, auf die man raufsteigen kann. Allerdings muss man dazu sagen, da ist der Eintritt kostenpflichtig, damit man auf den Turm rauf darf. Allerdings kann man mit der Niederösterreich-Card einmal im Jahr, glaube ich, zumindest auf alle Fälle auf den Turm hinauf, ohne einen Eintritt bezahlen zu müssen. Und unterhalb von diesem Turm liegt auch ein großer Spielplatz. Da sind eben auch wieder Wackelsteine und ein Steinlabyrinth ist dort auch, wo man also durchmarschieren kann und Schaukel, Rutsche, alles, was halt zu einem Spielplatz dazugehört. Und da hat sich der Clemens natürlich dann ausgetobt. Die Carina, die Kleine von unseren Bekannten, ist dann, ja, leider irgendwie nicht mehr so wirklich auf der Höhe gewesen, hat sich dann dort niedergelegt, hat dann dort auch eingeschlafen. Und da haben wir also dann schon gewusst, okay, da stimmt jetzt irgendwas nicht, also die Kleine ist nicht gesund. Und es war dann also auch wirklich so, beim Heimfahren hat sie dann wirklich, ja, auch Fieber bekommen und so weiter. Ja, also die hat sich da irgendwie was wohl eingefangen. Aber okay, ist halt so, kann man nichts machen. Auf jeden Fall ist der Spielplatz da oben für gesunde Kinder natürlich ein Riesenabenteuer. Und noch Wasserspiele sind dort. Und also da können die Kinder wahrscheinlich Stunden verbringen, ohne dass ihnen langweilig wird. Ja, und vom Spielplatz sind wir dann wieder zurück hinunter in Richtung Parkplatz. Das heißt, wieder an dem Teich vorbei. Und dann auf der Rückseite von der Blockheide dann eben wieder hinunter auf den Parkplatz. Und von dort ging es dann erstmal wieder nach Hause. Da habe ich dann meinen Bruder samt Family dann daheim mal abgesetzt. Habe dann dort noch ein gutes Abendessen bekommen. Und bin dann weitergefahren nach Wolkersdorf im Weinviertel. Und zwar im Prinzip genau dorthin, wo wir schon die erste Etappe mit der Wander-Challenge mit den Schlittenhunden gemacht haben. Das war ja in einer der letzten Folgen schon Thema. Und entlang dieser Strecke wollten wir heute, also am Samstag gestern, auch wieder gehen. Und zwar wäre das Ganze allerdings eine Nachtwanderung geworden. So richtig mit Stirnlampe und so weiter, eine Vollmondwanderung. Leider war es dann so, wie wir dann dort hingekommen sind, dass uns irgendwie dann Jäger entgegengekommen sind und gemeint haben, naja, sie haben da jetzt die Jagd und machen da jetzt irgendwie Jagd auf Wildschweine oder was weiß der Teufel, keine Ahnung.
Und der Waldhäuger, bei dem wir eigentlich noch was, ja, uns kurz zusammensetzen wollten, der hat dann auch nicht offen gehabt und irgendwie gab es aber die Informationen eigentlich nirgendwo vorab irgendwo im Internet oder sonst irgendwo zu erfahren. Ja, und dann war natürlich die Frage, wir waren jetzt alle dort und was tun wir jetzt? Und dann haben wir also versucht, eine Ausweichroute zu finden und sind da auch recht schnell auf eine Idee gekommen, und zwar sind wir gefahren wieder nach Großengersdorf, wo wir ja im ja schon unseren Marathon hatten, unseren Wandermarathon über 65 Kilometer. Und dort haben wir gesagt, ah, da könnte man einen Teil dieser Strecke eben nutzen und dort eine kleine Runde machen. Die ganze Runde hat dann ungefähr 7,5 Kilometer gehabt und wir sind gestartet beim Sportplatz, wo wir irgendwie auf so einen, keine Ahnung, wilden Campingplatz getroffen sind, der, ja, wir wissen nicht wirklich, wo wir die zuordnen sollen, aber egal, wir sind dann ein Stück weiter weg stehen geblieben und sind dann von dort losmarschiert und sind dann erstmal ein Stück Richtung Süden und dann ein Stück Richtung Osten und dann halt die Runde fertig gegangen. Und sind dann so auf eben insgesamt 7,5 Kilometer gekommen und haben dann am Rückweg zurück zu den Autos nochmal eine kurze Pause eingelegt beim Tennisplatz hier vorne, wo eine große, ja, weiß nicht, ob es irgendwie Sonnenfeuer, Feier irgendwie war oder was auch immer, auf jeden Fall großes Festel mit Live-Musik und Feuer hinten und ja, Verkaufsständen mit allem möglichen Zeugs. Da haben wir dann nochmal kurz Pause gemacht und sind dann von dort wieder zurück auf den Parkplatz, wo wir eben mit den Autos gestanden sind und sind dann, ja, haben das dann im Prinzip fertig gehabt. Vollmond haben wir während der Wanderung leider nicht gesehen, weil dafür war einfach der Himmel zu stark bewölkt. Der ist einfach nicht rausgekommen. Ja, etwas weiter entfernt hat sogar geblitzt und soweit man das beurteilen konnte, auch geregnet. Aber das ist uns Gott sei Dank erspart geblieben. Wir haben nur ganz am Anfang von der Runde so ein paar Tropfen abbekommen, aber das war dann sehr schnell wieder erledigt, Gott sei Dank. Und wir sind dann eigentlich den Rest der Runde komplett trocken durchgekommen. War auf jeden Fall auch wieder eine schöne Runde und ich finde das halt einfach absolut genial, wirklich am Abend oder in der Nacht zu gehen, weil die Temperaturen waren dann auch schon deutlich angenehmer. Es war dann schon wieder deutlich kühler, wie dann die Sonne weggegangen ist und dann wirklich bei Dunkelheit zu gehen, hat halt nochmal, ja, ganz einen eigenen Charme eigentlich. Das ist nochmal ganz was anderes, als wenn man da irgendwie untertags unterwegs ist. Ja, natürlich hat dann auch der Tagesabschluss nicht fehlen dürfen. Also wir sind dann noch in Großengersdorf in das örtliche Pub gegangen und haben uns dort nochmal zusammengesetzt und ja, haben einfach den Tag dann nochmal ein bisschen ausklingen lassen und ein bisschen geblödelt, gehört ja auch dazu. Und dann war es schlussendlich, ich glaube, 12:15 in der Früh, bis ich dann weggekommen bin und war dann um kurz nach 1 Uhr in der Früh war ich dann zu Hause und habe mich dann noch schnell unter die Dusche geschmissen und dann war der Tag rum. Und jetzt heute am Sonntag war es nicht mehr ganz so heiß. Es ist auch durchwegs eigentlich den ganzen Tag bewölkt. Zwischendurch hatte ich schon Angst, dass doch der angesagte Regen noch kommt. Derweil tut es allerdings nichts. Schauen wir mal. Nächste Woche soll es jetzt einmal die ersten paar Tage, also Montag, Dienstag, Mittwoch mal regnen. Schauen wir mal, was da kommt. Hoffentlich nicht allzu viel, weil ich glaube, die Böden sind noch nicht wirklich ausgetrocknet. Also, wenn da jetzt wieder riesige Wassermengen kommen würden, wäre das sicherlich sehr, sehr ungünstig. Aber ja, können wir eh nur abwarten, schauen wir mal, was da draus wird. Ansonsten habe ich mal eigentlich diese Woche nicht recht viel mehr zu berichten. Die Fotos und die Tracks gibt es natürlich wieder in den Shownotes, so wie immer.
Und ich werde jetzt dann mal anfangen, mich mit dem Vierz zu spielen. Nachdem ich ja immer wieder noch Rückmeldungen immer wieder bekomme, dass manche Features auf der Homepage nicht gehen, dass das so nicht wirklich funktioniert und so weiter. Also da muss ich mich jetzt wirklich dahinter klemmen. Und das werde ich jetzt dann auch machen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und schöne Touren. Und wie immer, schaut, dass rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at